ganz. Ja, 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 nein, 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 nein. Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen oder zu einem neuen Part von Let's Play Dirt 2. Wir sind heute im dritten Part. Im vierten Part. Ich vertue mich ja so leicht. Jetzt schon, es ist schon ziemlich früh. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir waren in London. Erst in Utah haben wir Trailblazer gemacht. Und dann in London haben wir Domination. Und haben uns, glaube ich, noch verbessert. Ja, da haben wir uns, glaube ich, bei Utah auf den ersten Platz gelegt. Ja. Und jetzt machen wir Kroatien und fahren hier Raid. Ja. Ja, das werdet ihr sehen, was das ist. Das ist ein bisschen schwieriger als die anderen. Als Rally Cross und so. Ja, als Rally Cross. Es gibt einen Volkswagen VW Race Touareg 2, Mitsubishi, Hammer und Bowler. Ich würde hier links nehmen, das ist gut. Also ich hier. Der ist gut. Der hier ich fahre am allerbesten, also was ich am allerbesten fahre, ist mit dem Volkswagen VW Race Touareg. Immer wieder für den anderen? Oh Mann. Hier rechts, rechts, rechts. Den? Der ist besser als der. Ja, ich mag das nicht so, wenn er so schnell ist. Da fliegt er so schnell weg. Deswegen nehme ich gerne den hier. Okay. Und man sieht schon, der sieht richtig Hammer aus. Naja, also es gibt zwei Rennen. Ja, wir fahren natürlich auch beide, ne? Also, hier Ken Block, Dave Miller, Travis Pastrana. Also, leider ist Ten of Faust nicht dabei, aber... Ja. Voll die geile Musik. Hier gibt's nichts geschenkt. Fahr so schnell du kannst und bleib auf der Straße. Ja, kriegen wir hin. Oh yeah. Wir? Geil. Natürlich wieder, wer sonst? Fällt. Ne? Zwar sind da übelst gute dabei wie Travis und Ken Block und so. Wenn so übelst schlechte kommen, ne, dann sind wir natürlich nie im Bild. Wenn so richtig übelst dabei sind, immer wir. Oder meistens wir. Ach, nein, 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 nein. Upsala. Upsa, da gehe ich nur rein. Der eigentlich auch ganz cool ist. Ah, der ist Müller. Ja, noch besser als Travis Pastrana. Ja. Und der Travis ist erster. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt wieder, aber. Aber dritter, ne? Damit kann man erstmal leben, ne? Aber man sieht schon, die Strecken sind ganz anders hier in Kroatien. Ja. Als in Utah. Wir sind in Kroatien. Wir sind in Kroatien. Wir sind Kroatien. Ja, wir sind Kroatien, hab ich gesagt. Du hast eben gesagt, Strecken sind ganz anders. Als in Utah und London und LA. Da habe ich das eben falsch schon. Ja. Nach Twitter? Mit dem Crash eben? Ja, und man fährt eben mit diesen Raid Fahrzeugen. Und sonst ist das eine wie eine Rally, einfach noch Erster werden. Mit Vollgas. Durch das Ziel rauschen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Nebensache. Und ja, Travis und. Oh ne, ich hasse diese. Das da. Ah, da flieg ich immer gegen. Immer gegen. Wow. So, erstmal hupen, ne? Ja, hupen ist sehr wichtig. Damit der gleich weiß, wir sind hier, wir sind auch im Blickfeld, also niemand wagt es uns zu crashen. Ein Typ, der ganz ja, nein. Nein, nur zweiter Platz. Ey, ich hätte erster werden können, jetzt hier nicht, noch so nicht so touchiert. Mann! Muss ich jetzt aufholen? Muss ich jetzt wieder aufholen? Das war so ein Typ, den man gar nicht kennt. Ist erster geworden. Hätte ich nur den Ken gegönnt. 54. Ja. Ich glaube, nach dem zweiten Rennen werden wir 55. Vermute ich. Und hoffen wir natürlich auch. Oh Mann. Das ist der Dave-Mieser. Publikumsliebling? Hallo? Wer mag schon Dave Mirra? Ich. Aha.
bist der Einzige. Ja. Aber ich glaube noch andere würden den Dave machen. Wir fahren jetzt mal einfach. Ups, falsche Ausfahrt. Falsche Ausfahrt. Fahrzeug zurücksetzen. Okay, das hat Zeit gekostet. Die Zeit, die man nicht so einfach aufholen kann. Oder doch, wir werden es sehen. Jetzt nach der Werbung. Nein, es gibt keine Werbung. YouTube gibt keine Werbung. Doch, klar. Mit einem Film. Doch. Nein. Doch. Da kommt dann so eine kleine Einblendung bei manchen. Aber vielleicht auch bald bei uns. Ja, bei größeren YouTubern kommt das. Vielleicht auch bei uns, wenn ihr uns abonniert, kommentiert und favorisiert. Und liked. Das habe ich schön gesagt. Und liked. Genau, und einen Daumen hoch gibt. Das ist besser als liken sagen, finde ich. Es ist Deutsch und wir sind hier in Deutschland, deswegen sage ich immer Daumen hoch. Anstatt like. Like ist nämlich Englisch. Magst du kein Englisch? Nein, ich auch nicht. Ich bin nicht so ein Englisch-Fan. Seid ihr Englisch-Fans? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns immer über Kommentare. Dafür geben wir einen Daumen hoch. Wann ist eigentlich das Voting für Transformers zu Ende? Das, wie gesagt, endet am Mittwoch. Sagen wir einfach mal so, also wir machen, also erstmal ist es pausiert, um das schon mal zu sagen. Ja. Für etwas letzte Zeit, für die nächste Zeit. Vielleicht wenn nach dem fünften Part von Dirt geht es vielleicht wieder weiter. Ihr könnt es entscheiden, was ihr haben wollt. Ja. Also deswegen einfach in die Kommentare schreiben. Das Beste. Wenn nichts, dann geht's einfach nach dem fünften Part von Dirt weiter. Von Dirt 2. Mit Team Deathmatch. Genau. Und nur Team Deathmatch, um das zu sagen. Nur. Ich habe das wieder aufgeholt. Ja, wir müssten Erster sein. Weil der eben gewonnen hat, ist auf dritter Platz jetzt. Yeah, man. Ja, 55. 55. Also wir haben jetzt Raid in Kroatien. Und jetzt gucken wir, was wir in China, glaube ich, machen. Kommt wahrscheinlich als nächstes China. Ja. Oh, danke. Ja. Ich fühle mich geehrt. Vielleicht später. Yes. Yes. Die werden wir vielleicht im fünften Part machen, oder? Nein, im zehnten Part in der Sonderfolge. Ja. Zehnter Part, Sonderfolge, nicht verpassen, machen wir hier Raid. Und zwar, das sind, ja, diese fünf, fährt man dann hier so, das hier. Also das im zehnten Part, muss ich mir irgendwie genau, merken. Genau, im zehnten Part. Im zehnten Part, das ist noch ein bisschen hin. Und jetzt wieder gesagt, nach dem fünften Part geht vielleicht, Transformers. So, Japan. Was haben wir gemacht? Jetzt Japan. Was machen wir? Last Man Standing haben wir noch nicht. Last Man Standing? Machen wir Last Man Standing. Ja, Last Man Standing. Also was haben wir jetzt? Raid in Kroatien und Last Man Standing in Japan. Ja. Müssen wir nämlich immer die Beschreibung schreiben. Perfekt. Nehmen wir. Immer diesen Wagen. Der regt so richtig auf. Der regt überhaupt nicht auf. Der regt voll auf. Der regt überhaupt nicht auf. Ja, der regt auch nicht auf, wenn man eine andere Lackierung macht. Ey, was für, nur wegen Lackierung oder was? Ja, fast bei jedem Auto ist diese Tenor Faust. Ja, ist auch cool. Ich finde die super. Die sind komisch. Das sieht cool aus. Nee. Das neue Supertalent gibt sich heute die Ehre. Ja. Lao Ximing, neues Supertalent oder was? Tolle Supertalent. Ah ja, und wahrscheinlich werdet ihr ein neues Intro jetzt sehen oder habt wahrscheinlich schon ein neues Intro gesehen von uns. Ja. Vielleicht, wir wissen es noch nicht. Sehr wahrscheinlich habt ihr das neue Intro gesehen. Eben. Ja. Sehr wahrscheinlich. Und schon schreibt in die Kommentare, wie ihr denn dieses neue Intro findet. Und der Abspann, wird der es auch mal? Weiß ich noch nicht, ob der Abspann genauso ist. Ja, ich würde den Hintergrund ändern beim Abspann. Wahrscheinlich bleibt der Abspann erstmal gleich, außer die hinteren Farbe. Ja. Wir müssen uns sowas einfallen lassen. Wissen wir noch nicht ganz, auf jeden Fall. Also zu 80% wird das neue Intro jetzt schon sein. So. Jetzt sieht man schon oben, also ist jetzt noch zu Dirt 2, oben so ein Countdown-Uhr. Jetzt wird ja gleich der letzte nach diesen 10 Sekunden, die jetzt noch übrig bleiben, der letzte rausgekickt. Und das immer so weiter, bis noch einer übrig bleibt. Es werden wahrscheinlich viele werden. Ja, wenn wir so bleiben, sind der Erste. Siehst du?
Seht ihr, Dieter Dingster Boomster ist jetzt rausgekickt worden. Oh, das ist doch gut für uns aus. Ja. Sieht gut aus. Hab ich schon gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie unser neues Intro aussieht. Hab ich gesagt, ne? Ja. Oder like einfach das Video, das geht auch. Ja. Also Daumen hoch. Gebt das Video an, gebt dem Video einen Daumen hoch. So, nicht liken, liken. Finde ich nicht gut. Ups. Die kenne ich alle nicht. Nee, ne? Okay, ist auch diesen eben, der rausgekommen ist, dieser Russo oder so. Den kenne ich schon von anderen noch einmal her. Ja, wird schon mal sehr gut für Blockbecher Gaming TV aus. Ich auch so. Moment, Ben. Oh, das neue Supertalent ist rausgeflogen. Nein, das war Lauschimen, ne? Oh, ups. Der ist dritter Lauschimen. Hab mich vertan, upsa. Entschuldigung, tut mir leid. Ich wusste es. Nein, das war's für mich. Ja, tut uns leid, dass es für dich war. Es fliegt Lauschimin raus. Das ist ein so neues Supertalent. Da, das Supertalent. Ich glaube, es waren nur noch zwei. Es waren noch zwei. Du. Ups, man sieht links wieder Abstand zum nächsten. Faust. Also das ist schon ein ziemlich krasser Abstand. Du und Faust. Tenner Faust. Komm, wo sind wir zu fahren? Das ist gewonnen. Faust. Tenner Faust. Gewonnen. Last Man Standing. Also zumindest das erste von zwei Rennen. Gibt es zwei davon? Ja. Oh. Ah, danke, danke. Ich fühle mich so geehrt. What? Ja, ja, okay. Das ist nur eins von zwei. Ja, eins von zwei Rennen vergessen. Ja. Da ist ja fast gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Also ich nicht. Ja. Da hat sich was getan. Ja? Auf jeden Fall habe ich was gehört. So ein kleines. Da hat sich was getan. Ja, kann sein. Definitiv hat sich da was getan. Ja, da hat sich was getan. Ja, da hat sich was getan. Da hat sich was getan. Japan natürlich wieder Hochhäuser, ne? Ich dachte schon, das werden wir wieder. Ja, sie möchten eine eigene Markierung machen. Oh, man hat, glaube ich, ganz lange so im Hintergrund gehabt, oder ich habe ganz leise im Hintergrund gerade gehört, wie ich gehupt habe. Also ganz am Ende habe ich ein bisschen gehupt. Ja, das war cool. Das ist die Strecke, glaube ich, nur rückwärts. Ja, okay, schon wieder erste. Puppenspiel. Oh, Tenner Faust hat das gerade gesagt, der ist Zweiter. Wie so weit hinten? Ja, weil er eben auf dem zweiten Platz verloren hat. Okay. Ja. Schon wieder um die Ecke fahren. Da, jetzt beginnt wieder der schöne Countdown. Ich weiß nicht, wer als erstes rausfliegt. Auf jeden Fall sieht man links, ich bin wieder weit weg von den anderen. Einfach mit Vollgas rumdüsen auf der Strecke. Ah, wieder. Faust. Der war eben schon. Tenner Faust ist eben Dritter gewesen. Ja, da links stand der gerade übrigens, der rausgeflogen ist. Da stehen die immer so beim Start. Damit die niemanden blockieren. Ja, den meine ich, Johnny Russo, den habe ich mal gehört. Der fährt bei mir vielen, ziemlich vielen Rennen mit. Ja. Wenn du irgendwelche Idioten mitfahren, also würde Computerspieler und der. Wie heißt der nochmal, der Johnny Russo dabei ist, dann müsste der eigentlich ins Spiel kommen. Oder wir. Ja. Ich glaube, der Johnny Russo war noch nie in Musikfeld, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Ah, der super duper
Blickfeld. Ah ne, eben war Tenner im Blickfeld. Aber davor. Ja. Davor war Lauschini. Er sollte das neue Supertalent werden. Ich hab dran gezweifelt. Ihr auch? Schreibt es in die Kommentare! Oh, die müssen jetzt aber heute sehr viel in die Kommentare schreiben. Ob wir nicht überquillen? Ich glaube nicht. Wir sind noch ziemlich am Anfang unserer YouTube-Karriere. Bin mal gespannt, was daraus wird. Ja. Gespannt. Warten wir. Und wir bedanken uns natürlich auch für die super Daumen hochs. Ja. Wir haben nämlich schon 10 insgesamt. Finde ich super. Und keine negative Bewertung. Dafür möchten wir uns bedanken. Ja, allen bewertenden gut Leuten. Genau. Die uns alle gut bewertet haben. Upsa. Gewonnen. Bin abgeschieden. Ja. Das bist du. Bin ausgeschieden. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's für die vierte Folge. Wir sehen uns natürlich in der 5. Folge von Dirt 2 wieder. Und oder vielleicht schon vorher wieder im Transformers Let's Play, was ich nicht ganz glaube. Yes. Naja, bis einfach zum nächsten Part von irgendwas. Ja. Club Michael Gaming TV verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt seht ihr vielleicht den neuen Abspann. Ja. Tschüss. Tschüss.